Hallöchen, es ist eine Bestellung bei mir eingetrudelt, die ich gern mit euch zusammen auspacken wollen würde und ein bisschen mit euch drüber quatschen. Und zwar habe ich ja als letztes ein Ringbuch gehabt, aber die Ringe sind nicht meins. Ich war immer in Büchern, die Ringe sind nur im Weg. Es geht also wieder in ein Buch. Das Ringbuch ist auch schon voll, das kann ich euch einmal zeigen. Zwar ist das hier. Und wie man sieht, ist das schon voll. Und dadurch, dass mich die Ringe nerven und das Papier tatsächlich nur Kuli und Buntstift aushält, gibt es jetzt ein anderes Buch. Und eins, wo ich dann auch nicht mehr so viel zeichnen muss, weil mit der kleinen Motte dabei wird das nicht mehr wirklich was. So, und das ist hier drin. Zwar habe ich mir den Hubunichi Techo Day 3 besorgt für 2023. Da werde ich wahrscheinlich nicht das ganze Jahr reinkriegen, weil es hat 170 Seiten, die dann quasi fürs Bullet Journaling da sind. Davor sind dann Monatsübersichten, die ich dann nutzen werde. Und ja, genau, jetzt packen wir mal aus. So, blau ist nicht meine Farbe, aber da das eh in eine Hülle kommen wird, und zwar in diese hier von Garnleather, stört mich das nicht so. Hier wird die reinkommen. Ja. Ja, und jetzt blättern, wollte ich mit euch ein bisschen durchblättern. So. So, das einmal der Umschlag und los geht's. Hier hat man einmal das aktuelle Jahr, das vergangene Jahr und das nächste Jahr im Überblick. Genau. Und dann geht's hier in diese, also die nennen das auf der Website Inhaltsverzeichnis, jährliches Inhaltsverzeichnis. Ich denke mal, ich werde es auch als dieses nutzen. Ja. Ich habe jetzt die japanische Variante. Und dann geht es hier mit dem Dezember los. Ich will jetzt hier auch im Dezember direkt rein. Also in dem Ringbuchordner wird dann nur der November drin gewesen sein, aber das ist dann halt so. Ja, und das geht dann durch bis hier ist 2024, Januar, Februar. März, genau, bis März geht das. Ja, ich habe auch die Montagsstart-Variante, weil anders, ich glaube, da wird mein Kopf nicht drauf klarkommen. Ja. Und dann geht es halt los in die freien Seiten. Hier steht halt immer was auf Japanisch, was mich nicht stört. Dann sind hier die Seitenzahlen angegeben und er hat hier so ein Männchen in der Ecke. Das ist eine Art Daumenkino. Sieht man es? Nochmal. Ja, ist auf jeden Fall ein Daumenkino. Genau. Es sind 170 freie Seiten, müssten das sein. Ja, 171 sogar. Dann gibt es hier noch einen Stundenplan. Die Seite werde ich wahrscheinlich irgendwie anders nutzen. Dann gibt es einen Graphen. Den werde ich vielleicht nutzen. Dann hier meine Favoriten. Die 100 schönsten Erlebnis oder so, das werde ich dann als Unternehmungsseite einfach benutzen. Und dann die Seiten, keine Ahnung, was da steht. Dann gibt es noch eine Geschenkeseite, die werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall benutzen. Und dann gibt es eine Adressenseite. Und dann hier schreibt man seine eigene Adresse rein, falls das Ding verloren geht. Ja, genau. Das hat halt Tomio River Paper. Das ist das gleiche Papier, was im Stellogy drin war, wo ich sehr begeistert von war. Es hält ja auch Füller aus und ich habe schon lange nicht mehr mit Füller geschrieben. Mein Kaweco, der fühlt sich bestimmt schon ganz
einsam, den werde ich, denke ich, mal wieder benutzen. Und bin mal gespannt, wie lange das Buch für mich halten wird. 170 Seiten dürften so 4, 5 Monate beinhalten. Ja, und dann werde ich halt die Monatsseiten als Future Log benutzen. Und wenn es voll ist, ist voll. Und dann werde ich mir wieder ein neues Buch benutzen. Vielleicht habe ich dann wieder genug Zeit, um dann wieder selber was zu zeichnen. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.